1945 haben die alliierten Siegermächte den Kartografen beauftragt, die Zonengrenze mit Bleistift in die Deutschlandkarte einzuzeichnen. Den provisorischen Charakter dieser Grenze bedenkend. Die Gründung der beiden deutschen Staaten führte zu einer Verstärkung der Linie, aber nur mit dem Bleistift. Eine weitere Verstärkung erfuhr die Grenzlinie, als beide Staaten sich souverän nennen durften. Auf beiden Seiten begannen damals schon Kräfte zu wirken, die am liebsten die Grenzlinie mit einem dokumentenechten Tintenstift nachgezogen hätten, um ein Verwischen, Verschmieren oder gar ein Ausradieren zu verhindern. Das hätte die Negierung der immer wieder betonten Zusammengehörigkeit bedeutet und wurde deshalb offiziell abgelehnt. Selbst als eine Seite ohne Absprache mit der anderen eine weitere Verstärkung der Linie erzwang, wagte sie nicht, ein anderes Material als den Bleistift einzusetzen. Auf die Vereinigung der beiden deutschen Staaten war der Kartograf nicht vorbereitet. Bleistifte besaß er genug. Einen vorzüglichen Anspitzer auch, doch sein Radiergummi war 40 Jahre alt. Als er den Auftrag erhielt, die Grenze auszuradieren, rief das erhebliche Schmierereien hervor. Doch selbst die Nachbearbeitung mit einem neuen Radiergummi ließ die inzwischen recht breite Grenzlinie nicht verschwinden. Zu stark war der Druck, der die Linie immer wieder betonte. Auch als die Graphitreste des Bleistifts weitgehend verschwunden waren, blieb die Grenze als Einprägung sichtbar, mehr oder weniger stark, je nach Lichteinfall.